Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mal um das Aussortieren und Organisieren der Küche und auch anderer Schränke gehen. Das ist bei mir so eine Dauerbaustelle gewesen und deswegen wollte ich das unbedingt mal noch angehen. Weil gerade der Schrank, ich konnte nichts rausnehmen, ohne dass nicht irgendwie noch was anderes rausgefallen ist. Und ich habe es etwas minimiert und besser sortiert. Und somit natürlich auch übersichtlicher gestaltet. Das gleiche gilt auch für die Küche. Ich denke mal, wir haben alle mindestens einmal in unserem Leben solch einen Schrank. Ich für meinen Teil habe es jetzt lange genug mit angesehen und wollte das somit mal in Angriff nehmen. Dazu habe ich mir über Amazon so eine Drehplatte bestellt. Die war nicht besonders teuer. Ich verlinke euch das auch mal noch unten in der Infobox. Die war super schnell zusammengebaut. Ich wollte erst sowas über eBay Kleinanzeigen mir Secondhand ergattern, hat aber leider nicht funktioniert. Dann habe ich natürlich erstmal den kompletten Schrank ausgeräumt, aussortiert und ausgewaschen. Also ich habe natürlich auch das Mindesthaltbarkeitsdatum von gewissen Sachen überprüft. Beziehungsweise das, was halt noch verzehrgut war, also das, was noch in Ordnung war, habe ich natürlich trotz abgelaufenem MHD auch hinterher wieder eingeräumt. Das versuche ich jetzt so nach und nach aufzubrauchen. Und dann habe ich alles, was wirklich nicht mehr zu gebrauchen war, konsequent entsorgt. Hier nochmal im direkten Vergleich vorher und nachher, der Schrank nach meiner Räumaktion. Es ist alles viel, viel übersichtlicher gestaltet. Durch die Drehplatte hat man nicht so viel Unordnung und man kommt auch an die hinteren Sachen, indem man dann natürlich einfach die Platte so dreht, wie man sie gerade braucht. Mein Schrank hatte natürlich ebenso mal eine Aufräum- und Aussortierphase nötig. Das ist jetzt nur der Part, wo ich die Unterwäsche, also so Socken, einsortiert habe oder halt die Badematten, Mützen und Handschuhe für den Winter. Und es ist halt alles wirklich sehr unübersichtlich und wenn man dann drin sucht, weil man genau ein paar Socken haben möchte, dann fällt einem die Hälfte dann noch auf den Fußboden. Also zumindest in meinem Fall. Hier bin ich ähnlich vorgegangen. Ich habe erstmal alles grundsätzlich ausgeräumt, um dann natürlich auch einen Überblick über alles zu bekommen. Dann habe ich ebenfalls über Amazon, wie gesagt, auch diesen Link findet ihr unten in der Infobox, solche Sortierfächer gekauft, denn diese schubladenähnlichen Hüllen von IKEA haben leider keinen Abtrenner innen drin und das ist natürlich für das Sortieren und für die Übersichtlichkeit viel, viel besser. Deswegen, wie gesagt, habe ich diese noch bestellt, habe dann angefangen, meine Kleider auszusortieren, also sprich die Socken, die wirklich nicht mehr zu tragen waren, also mit Löchern oder sowas, was ich jetzt auch nicht mehr in die Altkleidersammlung geben wollte.
habe ich alles aussortiert und bei anderen Sachen, die noch in Ordnung waren, ich aber zum Beispiel im vergangenen Jahr nicht angezogen habe, habe ich dann konsequent aussortiert. Das ist so ein bisschen mein Maßstab, wenn ich Kleider sortiere oder meinen Kleiderschrank ausmiste, dann überlege ich, habe ich das in den letzten 12 Monaten getragen und wenn nicht, kommt es weg. Ausnahmen sind natürlich spezielle Kleider, die jetzt nur für Hochzeiten gedacht sind oder, ich weiß nicht, irgendwelche schwarze Kleidung für Beerdigungen. Und ich finde, auch hier kann man wirklich einen Vorher-Nachher-Vergleich ziehen und die Ordentlichkeit, die einfach hinterher da ist. Einerseits natürlich weniger Stuff, weniger Unordnung, aber durch diese neuen Sortierfächer kann man einfach das herausnehmen und hat eine viel bessere Übersicht und kann sich gezielt auch, ich weiß nicht, die paar Socken nehmen, die man jetzt gerade anziehen möchte, ohne dabei, ich weiß nicht, die oberste Schicht komplett durchzuwühlen, weil die Socke, die man natürlich gerade anziehen möchte, ganz unten drunter liegt. Das ist die aussortierte Ausbeute, die meinen Schrank verlassen hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich darf euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen. Bis dahin, macht's gut!